So, Freunde, hast gelernt. Ich muss mich noch mal ganz kurz, bevor das Video losgeht, aus dem Schnitt melden. Und zwar erstmal heiße ich herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch allen geht es natürlich soweit gut. Wir haben heute ein neues Interview zusammen mit Thorsten Matuschka. Tusche hat eine überragende Geschichte. Wir hatten in den letzten Videos immer wieder die Story von der Bundesliga zurück in die Kreisliga. Bei Tusche ist es genau umgekehrt. Tusche hat es geschafft, innerhalb von nicht mal 12 Monaten den Schritt von der 7. Liga in die Bundesliga zu schaffen. Und das im Alter von 21 oder 22 Jahren, was heute mittlerweile unvorstellbar ist. Das Interview ging insgesamt, ich glaube, über eine Stunde. Deswegen habe ich das in 3 Teile aufgeteilt. Heute wirklich der Weg von der Kreisliga in die Bundesliga. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Das ist unfassbar geworden. Eine sehr, sehr coole Geschichte. Am Ende des Videos, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und schreibt gerne auch in die Kommentare, falls ihr auch einen Spieler kennt, wo ihr sagt, ey, Kilian, überragende Geschichte. Vielleicht ist ja auch was für ein Interview. Dann schreibt den in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und los geht's. So, Freunde, ich heiße euch an dieser Stelle herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich habe heute den lieben Thorsten Matuschka zu Gast. Für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich mal ganz kurz in 2 Sätzen vor. Boah, ja, ich bin der Tusche, 40 Jahre alt, jetzt in Cottbus geboren, habe in Cottbus angefangen Fußball zu spielen, habe meine schönste und längste Zeit bei Union Berlin gehabt und ja, habe ein paar Zweitligaspiele gemacht und ab und zu mal sogar 4 Erstligaspiele und ja, bin ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. In den letzten Videos hatten wir immer so die Geschichte von der Bundesliga zurück in die Kreisliga. Heute ist es eigentlich genau umgekehrt mit dir. Du bist relativ spät Profi geworden und deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen deine Geschichte erzählen. Ist, glaube ich, relativ interessant. Ja, ich denke, ein bisschen was kann ich erzählen. Du hast mit 5 Jahren das Fußballspielen angefangen bei deinem Heimatverein in Merzdorf. Genau. Wo ist Merzdorf? Also SV Rot-Weiß Merzdorf, so heißt der jetzt der Verein, ist bei Cottbus. Okay. Ist ein Ortsteil von Cottbus. Da bin ich geboren, da bin ich auch groß geworden auf diesem Dorf, bei Oma und Opa. Ja. Meine Mutter musste immer arbeiten. Und ja, habe da halt angefangen zu kicken mit 5 Jahren. Und das ging eigentlich ganz gut los bei mir. Und bist dann mit 7 Jahren bist du zu Cottbus gewechselt? Genau. Ja, und Cottbus war natürlich der große Verein, ja, also da war man natürlich extrem stolz, dass man da hinwechseln durfte. Es gab damals in der Schule, wo ich in der 1. Klasse war, gab es dann immer so ein Turnier im Stadion der Freundschaft von allen Schulen. Die Energie Cottbus hat das halt veranstaltet, um zu gucken, wo sind denn welche Talente. Und habe dann ganz gutes Turnier gespielt. In dem Alter wirklich schon, also so 5, 6, ja. Genau, genau. Hab dann auch schon mit 6 und mit 7 konnte ich schon fast 100 Mal jonglieren. Also ich war technisch immer schon sehr, sehr, sehr gut. Hab da rausgestochen und dann kamen die Verantwortlichen von Cottbus auf mich zu und haben gesagt, ey, willst du nicht zu uns kommen? Und dann bin ich zu Cottbus gewechselt. Mit 7 Jahren. Und warst dann bei Cottbus tatsächlich, bis du 15 warst und hast da die ganzen Jugendmannschaften ganz normal durchlaufen? Genau, bis ich 15 war, dann war ich natürlich auch schon 2 Jahre auf der Sportschule. Okay. Ab der 7. Klasse bis zur 9. Klasse, bin aber in der 9. Klasse dann sitzen geblieben. Wie kann man sich Sportschule genau vorstellen? Ist das normale Schule, nur dass du halt natürlich normalen Sport mehr hast, aber auch Fußball. Ja, wir hatten dann in der Woche, glaube ich, 8 Stunden Fußball innerhalb der Schulzeit, sprich ja, immer 2 Stunden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja. Wo du noch extra mit deinem Trainer von der Schule nach Mathe bist du zum Stadion gefahren mit dem Fahrrad. Mit deinen Jungs hast du da Fußball gespielt und dann bist du natürlich nach der Schule ganz normal am Nachmittag zu deinem Training gefahren. Wie oft hattest du Training dann in der Woche? Ja, auch jeden Tag. Krass. Ja, auch also in dem Alter wirklich schon so ein hohes Intervall. Ja. Und dann am Wochenende halt natürlich ein Spiel. War damals natürlich noch ein bisschen anders. Du hast dann immer gegen die Dörfer ringsherum gespielt mit Energie Cottbus. Und hast halt dann immer auch mal 32-0 gewonnen, 25-0 gewonnen. Krass. Hast gehofft, dass die überhaupt hinkommen, wenn du ein Heimspiel hattest. Oh, hoffentlich kommen die, weil die wissen, okay, die verlieren wahrscheinlich 20-0. Ja. Oft sind die Mannschaften gar nicht gekommen. Ja. Und du hast da Samstag oder Sonntag gewartet. Oh, hoffentlich geht's los. Jetzt hast du natürlich eine andere Leistungsdichte, ja, weil du jetzt gegen RB Leipzig spielst, gegen einfach größere Clubs. Früher war das halt noch nicht so. Und hab, wie gesagt, bis 15 dort gespielt. Bin dann sitzen geblieben, hatte dann auch 2 Sechsen, 8 Fünfen in der Schule. Also ist es nicht so, dass ich dumm bin. Ich war halt schweinefaul, habe nichts gemacht. Ich bin nach Hause, habe den Ranzen in die Ecke gehauen, bin entweder zum Training gefahren und habe unten mit meinen Jungs zwischen den Wäschestangen, kennst du sowas? Bei uns gab es früher im Osten so Wäschestangen, wo man die Wäsche aufhängen konnte. Von meiner Oma. Meine Oma genau, und da haben wir immer noch geknödelt, wenn kein Fußballtraining war. Und das war mir wichtig, ich wollte einfach nur Fußball spielen. Und ich hätte lernen müssen, um gut zu sein. Dann war ich nur der Klassenclown. Ja, habe immer nur Dünnes gequatscht. Und das Geilste war, dass wir das letzte Spiel, was ich damals mit 15 Jahren für den Energie Cottbus gemacht habe, war in der B-Jugend. Haben, glaube ich, in Force bei
Rot-Weiß-Forst oder so, ist 20 Kilometer von Cottbus entfernt, ein Spiel gemacht, haben 15-0 gewonnen, habe ich 12 Tore geschossen. Und 3 Tage später haben sie uns in so einen Raum gerufen, alle Eltern und die Spieler. Jeder wusste, wenn du da reingerufen wirst, dass du weggehen musst von der Cottbus. Dann haben sie mich reingerufen. Dann war klar, natürlich wegen der Schule. Ja, und war dann zeitgleich bei der Cottbus raus. Und es haben sich aber sogar andere Eltern für mich eingesetzt und gesagt, ey, ihr könnt ihn doch nicht gehen lassen, der schießt ja die meisten Tore. Aber was war der Grund? Wieso? Na, weil ich halt sitzen geblieben bin. Die haben deine schulische Leistung darauf bezogen? Genau, die haben die Schule vor dem Sportlichen gestellt und haben gesagt, okay, komm, jetzt musst du zu Lok RAW Cottbus, gab es damals noch, das war der zweitgrößte Verein in Cottbus. Da sind alle die hingegangen, die es halt nicht geschafft haben im Jugendbereich. Ich hatte aber keinen Bock, dahin zu gehen. Aber das war automatisch, dass du von Cottbus, von Energie Cottbus zu Lok RAW gehen musstest. Ich habe aber mit Absicht meinen Pass nicht abgegeben. War dann halt nicht spielberechtigt und bin dann wieder zurück zu meinen Jungs aufs Dorf, zu Rot-Weiß-Merzdorf und habe wieder mit denen in der B-Jugend Fußball gespielt. Warst du da, hast du da schon abgeschlossen gehabt? Dachtest du, okay, das war's? Ja, natürlich, 100%. Das war klar bewusst, dass ich, wenn ich von Energie Cottbus weggehe, dann wieder zurück zu meinen Jungs aufs Dorf gehe. Du, da kicke ich dann. Dann ging es auch los, mal mit einem Bierchen und mit den ersten Schnäpschen mit 15, 16. Aber auf dem Dorf war das halt so, da hast du halt mal ein Spiel gespielt, Sonntag früh um 10. Und dann hast du um 12 Uhr schon mal ein Bierchen getrunken. Das war halt das Dorfleben. Das war für mich dann halt normal. Ja. Für jemanden, der das nicht kennt, denkt, ey, was ist mit denen los in dem Alter? Aber ob das gut ist, ist die andere Frage, in dem Alter dann auch dann so Alkohol schon zu trinken. Aber damals war es halt so. Ja. Und ich habe mich da wohlgefühlt. Und habe dann noch mal 2 Jahre in Merzdorf gekickt mit meinen Jungs. Und habe dann von dem Nachbardorf Dissenchen, das ist 1 Kilometer entfernt, also die beiden Dörfer, da ist schon Rivalität. Da hieß es immer so, die Molukken. Ja, die Alten, mein Opa sowieso hat immer gesagt, ey, hier die Molukken und sowas. Also da ging schon her. Ja. Ich habe aber damals vor dem Malerbetrieb Malermeister Laschke ein Angebot bekommen, dass wenn ich meinen Pass mitbringe, ich eine Lehrerstelle kriege. Ja. Hattest du zu dem Zeitpunkt hast du einen Schulabschluss? Ja, hatte ich. Also ich bin noch mal gewechselt in die 9. Habe ich noch mal wiederholt, die 10. gemacht, habe die abgeschlossen. Mit 3 Komma, also das ging da schon irgendwie, egal, ich habe es geschafft. Ja. Also ich hätte wahrscheinlich sehr, sehr viele Bewerbungen schreiben müssen, damit ich irgendwie eine Lehre bekomme. So war ich das erste Mal, dass der Fußball mir geholfen hat in meinem Leben. Ja. Komm, die haben gesehen, ich kann ganz gut kicken, die geben mir eine Lehrstelle, ich bringe einfach den Spielerpass mit und wechsle halt von Merzdorf nach Dissenschen. Ich wollte das erst nicht, ja. Also mein Opa hat auf mich eingeredet, weil mein Opa war immer da, von klein auf, mit 5 Jahren, bis er leider 2006 gestorben ist, war der immer da und hat immer alles dafür getan, dass ich irgendwie nochmal Profifußballer werde. Ja, also der hat mich zu jedem Training gefahren, zu jedem Spiel. Mein Opa hat man immer gerochen, weil er Zigarre geraucht. Und die wussten die Jungs immer, ey, Tusche, der Opa kommt. Man hat ihn aber noch nicht gesehen. Und der hat gesagt, ey, du musst das jetzt machen. Du kriegst hier mit deinem Spielerpass eine Lehre, bist mal ein Lackierer, alles ist super. Und Dissenschen, die erste Männer, hat auch noch höher gespielt als die erste. Wollte ich gerade fragen, was für eine Liga haben die gespielt? Genau, die haben 7. Liga, Landesklasse war das früher. Und Merzdorf hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Kreissieger gespielt, 1 oder 2 tiefer. Und auch, ich habe im ersten Jahr A-Jugend und Männer gespielt. Ich habe Samstag Männer gespielt in Dissenschen und habe Sonntag um 10 A-Jugend gespielt. Krass. Auch ab und zu mal ordentlich drin gehabt. Ja, aber das ist normal. Wenn du mit 17, 18 dann bei den Männern warst, dann habe ich auch natürlich immer gespielt, viele Tore geschossen. So, dann kommt natürlich nach der Kabine Samstag irgendwann ein Stiefel, dann wird Stiefel gesoffen. Kennst du Stiefel? Ja, klar. Wenn es blubbert, musst du den neuen bestellen. Ja, so, dann bist du abends nochmal weggegangen. Und hast dann aber Sonntag trotzdem auch ab und zu mal mit ihm ordentlich innen drinne trotzdem noch mit deinen anderen Jungs Fußball gespielt. Die hatten echt eine gute Mannschaft und haben da halt auch oft, weiß ich nicht, 10-5, 12-0 gewonnen. Hab dann halt trotzdem meine Tore geschossen. Ich kenne das eben tatsächlich auch. Bei uns war das tatsächlich auch gang und gäbe, dass teilweise so Unternehmen, die auf dem Dorf sind, teilweise auch Sponsor von einem Fußballverein irgendwie in der Bezirksliga oder so waren und die halt wirklich tatsächlich, wie du halt auch sagst, ihre Arbeitsverträge damit einfach verbunden haben. Das ist eigentlich so krass, zu sagen, ey, du musst dann bei uns Fußball spielen und bekommst einen Job. Genau. Und bei uns waren es dann, bei der Malerfirma Laschke waren dann wirklich, ich muss lügen, 5, 6 Spieler angestellt, die wirklich in Disney im Fußball gespielt haben, bei der ersten Männer und halt dann noch die ganze Woche gearbeitet haben. Und dann hast du in, boah, ich spreche es falsch aus, Dissenschen. Nee, super, sehr gut. Ja, hast du in 100 Spielen 100 Tore geschossen. Genau, mit 97 Kilo, ja. Piercing, Ohrring. Hast du aber heute rausgenommen. Ja, genau, das habe ich heute rausgenommen. Habe jetzt nur noch unten eins, das soll es dann ja noch klappern. Nein, natürlich nicht. Habe dann halt
trotzdem, ich konnte halt immer irgendwie ein bisschen kicken, ja. Und ich habe meinen Arsch rausgedreht, die haben mich angespielt, ich habe mich gedreht und hatte halt immer einen guten Schuss. Also ich konnte, die wussten, gib mir den Ball und dann passiert immer irgendwas. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich die ganzen Tore gemacht habe in Disneychen, war eine gute Sportanlage in Disneychen immer noch, die von der Stadt unterstützt wird und gepflegt wurde, haben die Cottbus Amateure immer trainiert. Oder ein oder zweimal in der Woche. Und mein Opa ist immer dahin gefahren und hat zu dem damaligen Amateurtrainer Jürgen Mesek gesagt, ey, guck dir mal den Thorsten an, den müsst ihr zu uns, zu euch holen, der ist doch hier verschenkt und das, der kann das doch schaffen. Und hat ihn so lange belatschert, bis ich dann irgendwann mal ein Spiel machen durfte. Das war mein damaliger Berater von einem Mitspieler, der hat sich ja, selbstständig gemacht als Berater. Bodo Vize hieß der. Und der hat mir dann ein Spiel vermittelt. Bei Energie Cottbus war ein Probespiel mit viele Probespielern gegen die Amateurmannschaft. Also erste meiner Mannschaft, sprich haben sich wirklich so 14, 15 Probespieler eingeladen. Damals war Cottbus in der ersten Liga, die erste Mannschaft, und die zweite war in der Oberliga. Haben da, glaube ich, ich muss lügen, 6-2 oder 7-2 gewonnen. Oberliga war damals für die Jüngeren, die jetzt zuschauen, die vierte Liga. Damals gab es noch nicht die dritte Liga. Genau, war da war die vierte Liga, genau. Ja. Und dieses Spiel hat stattgefunden in Cottbus, 15 Uhr im Stadion der Freundschaft. War mit meinem Kollegen aber in Cottbus arbeiten. Ich war noch arbeiten, bin mit Malerklamotten mit dem Fahrrad aus der Branitzer Siedlung, das sind 100 Meter Luftlinie zum Stadion, bin ich mit dem Fahrrad ins Stadion gefahren, mit Malerklamotten, also 97 Kilo, habe mich umgezogen. Dann kam unter anderem Thomas Reichenberger, der in Leverkusen gespielt hat, Eintracht Frankfurt gespielt hat, also ein richtiger gemachter Bundesliga-Profi, hat mit mir in der Kabine gesessen. Wir haben ein bisschen dumm gequatscht, ich habe mich umgezogen, habe damals noch weiße Schuhe gehabt mit einem Champions-League-Stern. Und bin dann rausgegangen, habe mich warm gemacht und habe dann das Spiel gespielt mit dieser zusammengewürfelten Truppe gegen die Cottbus Amateure. Habe da, glaube ich, ihr habt aber nie vorher zusammen gespielt? Nein, nie. Keiner hat irgendjemanden gekannt und geschweige denn zusammengespielt. Die wollten halt gucken, welche Spieler sie verpflichten für den Winter. Und habe dann ein gutes Spiel gemacht, habe dann ein Tor gemacht und zwei vorbereitet. Und nach dem Spiel kam das erste Mal Edi Geier zu mir. Der war damals absolute Legende in Cottbus, Trainerlegende. Und kam zu mir und hat gesagt, sag mal, du könntest mit Fußballspielen noch Geld verdienen. Da müsstest du aber auch ein bisschen abnehmen. Ja, und dann habe ich gedacht, ich war ja selber auch Fan von Energie Cottbus. Ich bin zu Auswärtsspielen gefahren, habe an der Mittellinie gestanden, im Fanblock. Und dann kommt der Trainer zu mir und sagt mir das. Ja, und habe dann aber gesagt, ich will erst noch meine Lehre zu Ende machen. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? 21, okay. knapp 21. Und habe gesagt, ich mache meine Lehre noch zu Ende. Das habe ich dann gemacht und bin dann im Winter zu den Cottbus Amateuren erstmal gewechselt. Also in die zweite Mannschaft? In die zweite Mannschaft erstmal gewechselt, um erstmal überhaupt irgendwie versucht zu werden, oder dass ich erstmal fit werde. Ich muss ja irgendwie, weil ich sah aus wie eine Tonne. Ja, konnte natürlich in der siebten Liga ein bisschen spielen, aber damals vierte Liga, Oberliga, habe dann erstmal 3 Monate trainieren können, weil ich die Sperre bekommen habe von meinem Verein. Die waren natürlich jetzt nicht begeistert, dass der beste Spieler weggeht von Disneychen. Die haben dich trotzdem deine Lehre fertig machen lassen? Ja. Okay, ja, also gut. Ich habe denen das gesagt und dass ich das dann auf jeden Fall machen will. Das haben sie dann gesagt, klar, die verstehen das. Waren dann natürlich trotzdem erstmal ein bisschen sauer, ist ja klar, wenn der Spieler die meisten Tore schießt, abhaut. Dann im Nachhinein waren sie natürlich extrem stolz, ist ja auch klar, und ich war denen natürlich auch dankbar. Und habe da dann ein Vierteljahr erstmal trainiert, habe da schon so 7 Kilo abgenommen. Habe dann ab dem ersten Spiel, wo ich spielberechtigt war bei den Cottbus Amateuren in der vierten Liga, unter Jürgen Mäßig auch dann immer jedes Spiel gespielt. Habe dann, glaube ich, 2 Tore geschossen in noch 7 Spielen oder 8 Spielen. Und dann hat Energie Cottbus die erste Mannschaft, die erste Liga gehalten, die Klasse. Und dann haben sie immer noch eine Woche so eine Tour gemacht mit 2, 3 Spielen, um ein bisschen Geld zu verdienen und drumherum. Und da haben sie mich auch nochmal eingeladen und habe da in 2 Spielen auch nochmal 2 richtig gute Spiele gemacht. Und hat mich Edi Geier nochmals in sein Büro gerufen. Saß er da. Für Edi Geier war für mich der Gott, ja, damals. Ja, also. Und dann hat er mich so aufgemalt, sagt Tusche, guck mal hier. So, da hat er einen Kreis gemalt, ein Quadrat und 2 Beine. So, guck mal hier, so siehst du aus. Ja. Und dann hat er in das Quadrat so 2 Striche wie ein V gemalt. Und er sagt, Tusche, wenn du in 4 Wochen 82 Kilo hast, dann kannst du mit ins Trainingslager kommen. Wie viel hast du zu dem Zeitpunkt gewogen? Dann hatte ich so 90, 91 Kilo. Boah, das heißt 9 Kilo in 4 Wochen. Genau. Boah, das ist hart. Und habe aber diese Chance wollte ich unbedingt wahrnehmen und habe dann komplett in den 4 Wochen alles umgestellt. Was hast du gegessen? Nix? Ich habe kaum was. Also manchmal habe ich nur einen Apfel gegessen, habe dann vollkommen Brot gegessen. Ja. Das kannte ich vorher nicht. Mit ein bisschen Butter und ein bisschen Pute. Nix. Ja, Obstsalat, Alkohol gar nicht.
Ja, das war, glaube ich, schon mit der entscheidende Teil. Und ich war dreimal in der Woche knapp 14 Kilometer laufen. Und habe das dann wirklich, hatte dann 82,3 am Stichtag, wo wir uns getroffen haben. Ja. Alle ringsherum, meine Familie und dann auch die Spieler, die mich noch 4 Wochen vorher gesehen haben. Ja. Und dann gesagt, was Toshi, was mit dir passiert? Man selber kriegt es ja gar nicht so mit, ja, klar, wie man sich verändert, auch im Gesicht und sonstiges, nicht? Und hatte dann tatsächlich meinen allerersten Laktattest, das kannte ich ja vorher nicht. Ja. Und hatte dann sogar den drittbesten Wert von allen Profis. Und da habe ich auch alle angeguckt. Aber das war halt dann natürlich dann klar, wenn ich dreimal in der Woche knapp 14 Kilometer laufen gehe. Aber sonst hätte ich es auch nicht hingekriegt, 8 oder 9 Kilo abzunehmen. Und dann war ich fester Bestandteil des Kaders bei Energie Cottbus. Habe halt immer bei den Profis trainiert. Ab der neuen Saison war ich fester Bestandteil des Kaders Erste Liga. Ab und zu im Kader gewesen. Aber wenn ich nicht im Kader war, habe ich Oberliga gespielt. Also muss man sich kurz vor Augen halten. Du hast ein Jahr vorher noch bei Dissentchen, 7. Liga, genau, in der 7. Liga gespielt, hast eine Ausbildung als Maler und Lackierer gemacht und ein Jahr später bei Energie Cottbus im Profikader bei einer Bundesligamannschaft immer mit trainiert und hast dann auch 4 Bundesligaspiele. Genau, also innerhalb von einem knappen Jahr. Im Alter von 22. Dann war ich 21, 22, ja. Und dann habe ich auch immer Bundesliga gespielt, ja. Und das war im, weißt du noch, wann du dein erstes Bundesligaspiel gemacht hast? Das war 2003, würde ich sagen, zu Hause gegen Hamburger SV. Ja. 10 Minuten vor Schluss hat er mich eingewechselt. Ja. Ja, das war natürlich für mich unfassbar. Ja. Also ich als gebürtiger Cottbusser, ausverkauftes Haus. Klar, wir waren damals schon leider schon abgestiegen. Ja. Aber wo ich dann wirklich aufs Feld gerannt bin, habe ich gedacht, Alter, was ist hier los eigentlich? Ja? Ja. Und vor allem, was ich mir sehr schön vorstelle, du hast ja gerade gesagt, im Endeffekt hast du es deinem Opa zu verdanken. Ja, 100%, ja. Und du hast gesagt, dein Opa ist 2006 verstorben. Das heißt, dein Opa hat es noch mitbekommen. Genau, das hat er noch mitbekommen, genau. Dass sein Junge so dank ihm 100%, gespielt hat. Ja, das war unfassbar, ja. Und da bin ich auch gedacht, jetzt spiele ich hier, Wahnsinn, Bundesliga, der fette Dorfi, ein Jahr später. Ja, das war natürlich unfassbar.